Menschen auf einem einzigen Kontinent gelebt. Dann haben sie angefangen, neue Welten zu erkunden, hier auf unserer Erde. Das ist die nächste neue Welt und eine neue Gelegenheit. Und wer weiß, wohin uns das noch führt. Wir kennen die Visionen der Science Fiction, aber das hier ist Science Realität. Guten Abend und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Ja, gibt es Leben auf dem Mars? Genau diese Frage beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Und schon bald könnten wir mehr darüber wissen, denn in wenigen Minuten soll der NASA-Rover Perseverance auf dem Mars landen. Und Sie können live dabei sein, wenn die ersten Bilder zur Erde gefunkt werden. Und die Live-Bilder, die Sie gleich sehen, das ist hier der Livestream der US-Raumfahrtbehörde NASA. Ja, der rund 2,2 Milliarden Euro teure Rover war rund 8 Jahre lang entworfen und gebaut worden. 1000 Kilo ist er schwer und so groß wie ein Kleinwagen. Und im Gepäck hat er sogar einen kleinen Hubschrauber, 7 wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser. Er ist quasi ein rollendes Hightech-Labor. Und das Ganze haben wir für Sie jetzt noch einmal zusammengefasst. 30. Juli 2020. Eine Atlas V-Trägerrakete startet vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. Eine Stunde später trennt sich das Raumschiff von der Raketenoberstufe und nimmt Kurs auf den Mars. An Bord der Rover Perseverance, auf Deutsch Beharrlichkeit. Ja, okay. Der Mars ist sehr spannend, weil der Mars ein relativ großer Planet ist. Der Mars hatte in seiner Vergangenheit eine Situation, was Atmosphäre, was Temperatur und so weiter anbelangt, durchaus ähnlich zur Erde. Aber wir sehen eben heute keine Marsmenschen dort oben rumlaufen. Also gab es dort Leben oder gab es kein Leben? Diese Frage soll Perseverance untersuchen. Das 6-rädrige Roboterfahrzeug ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und hat extrem sensible Instrumente an Bord. Dazu gehören verschiedene Kameras, Bodenradar, chemische Analysegeräte, Röntgendetektoren und Mikrofone. Als erster Mars-Rover hat er außerdem eine Helikopterdrohne dabei. Mit einem Helikopter auf dem Mars abzuheben ist alles andere als einfach. Denn die Luft ist dort so dünn wie auf der Erde in 32 Kilometern Höhe. Er wird in einem kleinen Umkreis um den Rover, das sind wenige Meter, kreisen und das Ganze aus der Nähe von oben betrachten, was wir bislang noch nicht konnten. Und uns sagen, ob wir vielleicht später noch mehr Instrumente dahin schicken können, mit denen wir da fliegen können, was besonders wichtig ist, um Stellen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen könnte. Der Mars-Heli hat außer Kameras keine eigenen Instrumente. Er ist selbst das Experiment und soll untersuchen, wie gut das Fliegen in der Marsatmosphäre funktioniert. Außerdem vergrößert die Drohne den Bewegungsradius des Rovers. Das Fahren mit so einem Rover ist nicht so einfach. Sie sind zwar so 1,50 Meter über der Oberfläche mit ihrer Kamera, aber wenn Sie irgendwo nur eine kleine Bodenwelle haben, wissen Sie schon nicht mehr, was dahinter ist. Diese kleine Drohne, die kann jetzt starten, die kann fliegen, die kann hinter diese Bodenwellen gucken und die kann dann sagen, okay, dort macht es keinen Sinn, fahren wir nicht mehr nach links und damit natürlich den Weg zu den interessanten Gebieten einfacher finden. Für zukünftige bemannte Mars-Missionen soll der Perseverance Rover einen wichtigen Grundstein legen. Mit einem Gerät namens MOXIE spaltet er CO2 aus der Marsatmosphäre in Sauerstoff und Kohlenstoff. Denn Sauerstoff brauchen künftige Astronauten zum Atmen und als Teil des Raketentreibstoffs für den Rückflug zur Erde. Und fachkundige Unterstützung habe ich mit an Bord. Aus München zugeschaltet ist Professor Ulrich Walter, Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik an der... Guten Abend. Jetzt ist der Ton weg. Sie hören mich nicht mehr, Herr Professor?
Jetzt höre ich Sie wieder. Jetzt, Frau Knebel, jetzt kann Sehr ich Sie gut. Gut hören. Wunderbar. Grüß Sie aus München. Ja, hallo. Aus Berlin. Es ist ja die dritte Mission innerhalb weniger Tage, die den Mars erreicht. Woher kommt plötzlich die Begeisterung für den Mars? Warum steht er auf einmal so im Fokus der Weltraumforschung? Also wir hatten immer schon die Begeisterung für Mars, nur man muss wissen, dass man nicht einfach so zum Mars fliegen kann. Die Erde und der Mond müssen in einer bestimmten Konstellation zueinander stehen, weil ja beide um die Sonne kreisen. Und diese besondere Konstellation tritt nur alle 2 Jahre ein. Man kann also wirklich nur alle 2 Jahre zum Mars fliegen. Das war im Juli letzten Jahres so und deswegen kommen sie jetzt alle an. Ja, und das Ereignis heute spielt sich ja fast 500 Millionen Kilometer entfernt ab. In wenigen Minuten soll Perseverance also auf dem Mars landen. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Oh, das ist ein ziemlich deftiges Unterfangen, möchte ich sagen. Denn die Sonne kommt mit einer ziemlich sehr hohen Geschwindigkeit rein, von ungefähr 14 Kilometer pro Sekunde. Also das sind wirklich enorme, fast 50.000 Kilometer pro Stunde. So, und diese Geschwindigkeit muss man abbremsen. Und da haben die Amerikaner ein besonderes Verfahren entwickelt. Sie werden direkt in die Atmosphäre eintauchen. Sehr hohe Geschwindigkeit. Die Hitze steigt auf 1300 Grad Celsius auf dem Schutzschild vorne an. Und dann werden sie einen ziemlich großen Fallschirm öffnen. Der hat einen Durchmesser von ungefähr 20 Meter, also sehr groß. Aber auch das reicht nicht. Zum Schluss wird ein sogenannter Sky Crane, das ist so ein Himmelskran, der wird diesen Rover nehmen und ganz langsam auf der Marsoberfläche absetzen. Das sind die 3 Komponenten. Und dabei, und das ist klar, kann viel schief gehen. Ja, und der Landeplatz ist ja ein ausgetrocknetes Flussdelta. Der Krater ist etwa 45 Kilometer breit. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist ein alter Krater, ein Einschlagskrater, in dem vor vielen Milliarden Jahren Wasser hineingeflossen ist. Und deswegen hat sich ein Delta gebildet. Und deswegen glauben die Wissenschaftler, dass sich dort am wahrscheinlichsten Leben ausgebildet hat. Und deswegen will man genau dort landen und die Gesteine untersuchen auf biologisches Leben. Ja, die Ausstattung hat es ja richtig in sich, ne? An Bord sind gleich mehrere Premieren, unter anderem ein Hubschrauber, Mikrofone, eine kleine Sauerstofffabrik. Erkunden, untersuchen, sammeln, die Aufgaben der Sonde sind komplex. Welche Daten kann Perseverance also alle sammeln? Also wir haben ein Gerät, ein Bohrer, tatsächlich ein Schlagbohrer, der in Gestein hineinschlägt und dabei Proben sammelt. Er hat insgesamt 43 Probensammelbehälter. Dort werden die Proben eingefüllt. Die werden dann auf der Marsoberfläche gelagert, kommen noch nicht zur Erde zurück. Erst in den nächsten 2 Missionen, die NASA zusammen mit der ESA machen will, wird es dann einen anderen Rover geben, der wird diese Proben aufsammeln, in ein Rückkehrgerät, Fluggerät zur Erde hineinbringen. Und damit werden wir erst die Proben haben. Die NASA sagt, das wird nicht vor dem Jahre 2031 sein. Und es gibt ja auch einen Laser an Bord. Was genau macht der? Das ist nicht nur ein Laser, das ist eine Laserkanone. Das müssen Sie sich vorstellen, wie sozusagen eine Waffe, die macht also kurze Laserimpulse auf ziemlich große Entfernungen, 10 Meter oder so. Und weil der Laserkanone sehr stark ist, wird das Gestein zu Plasma sozusagen zersprengt, also Plasma, so eine Art Plasmawolke entsteht. Das kann man dann als Ton auch hören. Deswegen hat diese Perseverance Rover ein eigenes Mikrofon an Bord. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Laser schießt, werden wir einen Knall hören. Oder müssten wir hören. So, und diese Plasmawolke wird dann von einem Spektrometer analysiert, sodass man genau rauskriegen kann, woraus denn dieses Gestein bestanden hat. Und wenn alles gut geht, dann ist das ja heute auch eine Premiere, weil wir das erste Mal quasi den Mars hören werden, richtig? Weil wir den Mars, bitteschön? Hören, akustisch, weil da ja, ein Mikrofon ist quasi an Bord, genau. Wir haben 2 Mikrofone an Bord. Das eine Mikrofon dient dazu, beim Eintritt bereits Geräusche aufzunehmen. Das heißt, wir werden hören, wie der Fallschirm abgesprengt wird und solche Dinge. Und das Aufsetzen des Rovers auf die Marsoberfläche soll angeblich auch zu hören sein. Ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt. Und das andere Mikrofon dient eben dazu, diese Laserimpulse, diese Laserkanonen dann wirklich zu hören, wie dann das Plasma zerschießt. Ja, und wie lange müssen wir uns denn im Endeffekt jetzt gedulden, bis erste Daten, bis erste Ergebnisse zu erwarten sind?
Ja, wir haben viele Kameras, ich glaube 23 Kameras oder so an Bord. Und direkt nach der Landung, sagt die NASA im Augenblick, wird ein erstes Bild, und zwar sogenannte Thumbnails, also ganz kleine Bilder nur übertragen auf den ersten Bildern, die nur wenige Minuten nach der Landung übertragen werden sollen, sollen wir die Räder des Rovers sehen, sozusagen als Nachweis, dass der wirklich gut gelandet ist. Und wenn wir die Bilder sehen, werden wir dann auch sehen, wie die Leute die Hände und Arme hochreißen. Hoffentlich, ja. Und das Ziel einiger Wissenschaftler ist es ja auch, den Mars zu besiedeln. Also nicht nur eine Vision von Science-Fiction-Autoren. Ja, das ist richtig, aber das wirklich nur langfristig. Also es ist möglich, per sogenanntes Terraforming den Mars umzuwandeln. Wir wissen, er hatte früher Ozeane. Wir vermuten, dass das Wasser in großen Eisflözen unterhalb der Oberfläche lagert, in 5 bis 10 Meter Tiefe. Deswegen hat der Rover diesmal auch ein Radargerät mit auf der Unterseite des Rovers. Damit kann er bis zu 10 Meter tief schauen, was ist dort unten. Und da hofft man eben, diese Wasserflöze zu sehen. Und wenn man diese Temperaturen auf dem Mars hochtreiben würde, von im Augenblick etwa minus 50 Grad Celsius auf über 0 Grad, dann würden diese Eisflöze wieder auftauen, wir würden wieder kleinere Ozeane haben und tatsächlich auch eine Atmosphäre bekommen. Und die Wissenschaftler sagen, dann könnte man den Mars erdähnlich machen, aber Vorsicht, das dauert einige zigtausend Jahre, also sofort wird das nicht gehen. Und die Live-Bilder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie hier immer wieder sehen, das ist das Kontrollzentrum der NASA, das sprechen auch immer mal wieder Experten. Also es sind ja etwa 40% der Marslandungen aller Raumfahrtorganisationen seit Beginn der Marserforschung gelungen. Welche Gründe hat es, dass auch immer wieder viel schief geht? Ja, der Grund ist ganz einfach. Der Mars hat eben keinen großen Ozean, in dem man landen kann, und keine dichte Atmosphäre, wo man einen tollen Fallschirm ausbringen möchte. Erinnern wir uns an die Apollo-Mission. Als sie zurückkehrten, dann haben die wirklich große Fallschirme aufgefahren und die sind ganz schön sanft im Meer gelandet. Das geht auf dem Mars nicht. Das Ding kommt mit hoher Geschwindigkeit rein und muss ziemlich unsanft landen. Und das schafft eben nicht jede Nation. Also die Europäer haben es bisher zweimal probiert und zweimal ist ihr Landegerät zerschellt. Also Sie sehen, das ist ziemlich kompliziert. Das ist der Grund, warum es die Araber diesmal gar nicht erst probieren. Nur die Chinesen werden es im Mai auch probieren, so ein Ding auf dem Mars zu landen. Und Sie sehen auch hier, weiß nicht, ob Sie das sehen können, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist eine Timeline auch abgebildet. In 6 Minuten und 13 Sekunden soll es soweit sein. Da soll dann Perseverance in die Marsatmosphäre eintreten. Und das ja mit knapp 19.500 Kilometer pro Stunde. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und übrigens, im Augenblick ist bereits die Kapsel im Entry, nennt man das, also in der größten Hitzephase, und macht gerade den Wiedereintritt. Wir können natürlich leider keine Bilder sehen, weil nämlich das Signal 11 Minuten braucht von der Marsoberfläche bis zu uns. Deswegen sehen wir jetzt diese ganzen Kommentatoren der NASA. Aber die Kapsel ist, wie bereits gesagt, im Anflug auf die Marsoberfläche. Also die heikle Phase findet im Augenblick bereits statt. Die 7 Minutes of Terror, die berüchtigten 7 Minuten des Schreckens, ist das richtig? Ja, genau. Ich habe gerade die Dame von der NASA gehört, die hat gesagt, wir haben jetzt den Peak Heat, das heißt also die größte Hitze. Das heißt, auf dem Hitzeschild haben wir 1300 Grad Celsius, das ist eine ziemlich große Hitze. Und es dauert jetzt nicht mehr lange, bis dann in ungefähr 2 Minuten der Fallschirm ausfährt. Ich weiß nicht, ob die NASA das jetzt als Animation zeigt, aber da in der Phase sind wir im Augenblick. Aber auf dem Mars selbst ist es ja ziemlich kalt, oder? Da sind minus 50 Grad, ja? Ja, wir haben minus 50 Grad, das ist wahr. Obwohl, das ändert sich. Entweder an den Polen ist natürlich kälter, bis zu minus 150 Grad, und am Äquator bis zu plus 30 Grad. Ich höre gerade, wir haben ungefähr noch 4 Minuten bis zur Landung. Das ist überhaupt nicht mehr lange. Wir sehen jetzt gerade den Missionskontrollraum. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das original NASA-Bild sehen können. Ich höre mal gerade rein, was sie sagen. Ready to receive the signal from Perseverance. It should be in a few minutes here. We're just flight local one from entry interface.
Also Sie sagen, Sie erwarten jetzt das Signal von Perseverance innerhalb weniger Minuten. Da bin ich mal gespannt, was rüberkommt. Vielleicht darf ich noch einmal auf unser Publikum hinter uns hinweisen. Hier ist der Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. Meine Doktoranden, alle sozusagen Rocket Engineers. Und deswegen ein Hello an alle Zuschauer. Hallo. Hallo. So. Hoffentlich werden auch gleich die Wissenschaftler so die Hände in die Höhe reißen und jubeln. Das hoffen wir alle. Und wenn Sie mich fragen, ob die Amerikaner es schaffen, es ist eine heikle Angelegenheit. Ich würde mal sagen, zu 30% ist ein Fehler möglich. Also in 2/3 aller Fälle würde ich sagen, würden sie es schaffen. Deswegen bin ich heute mal frohgemut. Was ist denn so kritisch? Was kann denn da passieren? Ja, das Problem ist natürlich das Ausholen des Landefallschirms. Wir haben eine Atmosphäre auf dem Mars, die ist nur ein Hundertstel von der Erde. Das heißt, die ganze Mechanik, aber auch die Ausfallart eines Fallschirms ist eine komplett andere als auf der Erde. Das muss man auf der Erde simulieren. Die ESA hat es nicht geschafft vor einigen Jahren. Die NASA hat schon mal gezeigt, dass es geht. Und das Schlimmste oder Schwierigste ist tatsächlich das Absetzen dieses Rovers auf der Marsoberfläche. Das macht ja dieser Skytrain, dieser Hubschrauber sozusagen mit Düsenantrieb. Und das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, denn er ist unbemannt. Das muss vollautomatisch passieren. Man muss genau die Höhe über dem Boden wissen. Er muss zur richtigen Zeit die Seile durchschneiden, damit der Rover so wirklich auf die Erde runterfällt. Er darf dann natürlich nicht zu hoch fallen. Das ist hochkompliziert und man kann nur mitbibbern, dass alles gut funktioniert. Und genau in dieser Phase gibt es ja auch keine Kommunikation zur Erde. Ja, das ist eben genau das Schlimme. In der wichtigsten Phase werden wir keine Bilder haben oder haben wir keine Bilder. Aber die NASA sagt, nur wenige Minuten nach der Landung werden sie Bilder vom Marsboden empfangen. Und darauf bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Aber die Funksignale werden aber gut 11 Minuten vom Mars zur Erde brauchen, quasi. Mit einer Verzögerung werden wir das Ganze sehen. So ist es. So ist es. Um genau zu sein, sind wir jetzt noch, muss ich mal schauen, noch 8 Minuten entfernt bis zu dem, was wir auf der Erde von der Landung sehen könnten. So muss ich das formulieren. Das heißt, die Fähre ist bereits gelandet. Wir wissen noch nicht, wie sie gelandet ist. Das bedeutet das. Wir müssen einfach warten, wie die Bilder aussehen. Und ich drücke schon mal beide Daumen, dass alles gut gegangen ist. Aber wie gesagt, also das Ding ist bereits schon unten. Wir müssen nur auf das Signal warten. Und jetzt habe ich noch was gelernt heute. Und zwar gibt es eine Technologie namens Range Trigger. Und dieser Range-Trigger soll dann quasi genutzt werden, wann genau der Fallschirm geöffnet wird? Oder erklären Sie das doch am besten. Ja, also, was ist Range-Trigger? Man muss natürlich punktgenau landen. Das ist wirklich die Herausforderung bei dieser Landung. Denn wir haben ein Terrain, was ziemlich uneben ist. So, das heißt, das Landegerät hat ein Navigationsgerät, das hat die Oberfläche abgespeichert. Wenn jetzt die Kapsel runterkommt, dann vergleicht der Rechner das, was die Kameras sehen, mit dem eigenen gespeicherten Terrain und vergleicht das. So, und jetzt sagt der Rechner, wie weit bin ich noch bis zum Zielort? Wenn es zum Beispiel 10 Kilometer sind, dann weiß er, wie weit er seitlich abweichen kann. Das heißt, er muss erstmal den Range messen können. Und das ist der Range-Trigger. Er sagt also, wenn ich noch 10 Kilometer habe, dann triggere ich die seitliche mögliche Abweitung auf, was weiß ich, 5 oder 10 Kilometer. Das heißt, ich muss erstmal die Entfernung genau messen und dann weiß ich, wie weit meine sogenannte Cross-Range-Capability ist. Das ist alles sehr kompliziert, das geht vollautomatisch und das ist eben auch so ein Punkt, wo man sagt, hoffentlich funktioniert da alles. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich gerade fragen, was bedeutet denn diese Animation in dieser Sekunde, soll eben Perseverance in die Mars-Atmosphäre eintreten. Was genau passiert jetzt als nächstes? Also wir sehen jetzt eine Animation, die zeigt, wie vor 11 Minuten die Kapsel in die Atmosphäre eingetreten ist.
Sie fliegt im Augenblick noch, oder man sieht sie horizontal fliegen, und sie wird in, sie ist bereits durch die sogenannte Entry Interface durchgegangen. Das ist eine virtuelle Höhe. Ab dann zählen die Ingenieure sozusagen den wirklichen Eintritt. So, und da ist sie jetzt durch. Und jetzt dreht das Bild, sodass man sehen kann, dass vor einem dieser Jezero-Krater liegt. Das ist der wirkliche Zielpunkt. Dort soll die Kapsel landen. So, und jetzt kommt es drauf an, mit diesem Range-Trigger die seitliche Abweichung von diesem Zielort richtig einzustellen. Das ist sehr wichtig. Das andere Problem ist, dass jetzt in der Animation, es ist bereits schon durchgeführt, dass jetzt die größte Hitze auftaucht, nämlich diese 1300 Grad Celsius. Das wird in der Animation jetzt passieren. Wie gesagt, tatsächlich ist es passiert bereits schon vor etwa 11 Minuten. So, und jetzt sind alle Mitarbeiter, schauen eben auf diese Animation und verfolgen, wie das dann vor 11 Minuten ausgesehen hat. Sie sehen, wie die Kapsel jetzt so langsam eindreht. Und das Schwenken der Kapsel bedeutet eben diese Range Capability. Das heißt, durch Schwenken der Richtung kann ich auch meinen Gleitpfad einstellen. Das ist der Grund. So, in dieser Phase sind wir im Augenblick. Das heißt, die NASA versucht jetzt ganz genau den Zielort anzupeilen. Das ist der sogenannte Guided Entry. Guided heißt ein geführter Entry. Und wir können ja hier auch die Wissenschaftler. So, wir haben gerade gehört, dass wir die Peak Heat Interface hatten in der Animation. Ja, und man sieht richtig hier, wie die Wissenschaftler angespannt sind. Das ist natürlich klar, die müssen jetzt erst noch mal die Luft anhalten. Bis es dann gleich soweit ist. Das kann man mal sagen. Auch wir halten jetzt die Luft an, weil jetzt kommt wirklich die mit Abstand schwierigste Phase der ganzen Mission. Diese Peak Heating, das heißt, hoffentlich hält der Schutzschild. Jetzt sind wir gerade dabei, genau die Kapsel auszurichten auf das Ziel. Und gleich wird der Fallschirm dann öffnen, so in ungefähr 2 Minuten. Dann geht der Fallschirm auf. Und das ist dann die größte Abbremsphase. Das heißt, da holt man die meiste Geschwindigkeit raus, damit also die Kapsel wesentlich langsamer wird. Das werden wir wohl gleich in der Animation auch sehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also wie gesagt, die Kapsel ist schon gelandet, nur wir wissen nicht, wie sie gelandet ist. Und was mich ja noch interessieren würde, also an Bord gibt es ja da auch oder im Gepäck einen Hubschrauber. Wie kommt der da denn eigentlich wieder raus, wenn der Rover auf dem Mars gelandet ist? Und wie kann er dann auf dem Mars fliegen? Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist, es gab nicht genug Platz auf der Oberseite des Rovers. Deswegen haben die NASA-Ingenieure den Helikopter auf die Unterseite des Rovers geklatscht. So möchte ich es mal sagen, ganz schön zusammengefaltet. So, und dann hängt er auf der Unterseite. Und er wird deployed, nennt man das, also losgelassen, indem er so eine Hülle aufmacht. Dann fällt der Helikopter auf den Boden, dann fährt der Rover weg und dann erst hat der Helikopter freie Bahn, um dann wirklich loszufliegen. Ja, und dann gibt es ja auch noch MOXIE. Wir haben noch gar nicht über MOXIE gesprochen. Was genau ist denn eigentlich MOXIE? MOXIE ist ein nettes Wort für Folgendes. Wir wollen natürlich in Zukunft auch bemannt zum Mars fliegen und wir wollen nicht alles mitnehmen, insbesondere keinen Sauerstoff. Deswegen muss man Sauerstoff... Wir wollen deswegen Sauerstoff vor Ort herstellen und das soll MOXIE leisten. Das heißt, er nimmt das CO2 aus der Marsatmosphäre und spaltet es auf in Sauerstoff, O2 und Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid geht zurück in die Atmosphäre und man erhält Sauerstoff. Und dieses MOXIE soll nachweisen, dass dieser chemische Prozess wirklich funktioniert für die Zukunft. Ich muss Sie leider ganz kurz unterbrechen. Genau, klatschen, weil die Menschen klatschen. Warum klatschen die Wissenschaftler? Ja, ich habe jetzt nicht genau mithören können, weil wir uns erhalten haben. Ich höre mal genau zu. Da, hier, weil der Fallschirm auf der Animation entfaltet ist. Ob er wirklich entfaltet ist, wissen wir, wie gesagt, nicht. Aber er hat vor 11 Minuten entfaltet, sagen wir mal so. Wir sehen das jetzt hier. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Wir sehen Missionskontrollraum. Ich sehe hier das Original-NASA-Bild. Hier das sehen haben wir auch, genau. Sehen Sie da den Fallschirm? Genau, das haben wir auch. So. Und jetzt kommt die Kapsel an diesem Fallschirm langsam runter. Der wichtigste Punkt dabei ist, dass die Geschwindigkeit aus der Kapsel rausgenommen wird. Auf der Vorderseite der Kapsel ist das Hitzeschild. Das hält die Hitze vorne weg. Und nach ungefähr noch einer Minute oder so, vielleicht auch 2 Minuten, wird dieses Hitzeschild abgesprengt. Und damit kommt unten der Rover zum Vorschein.
Und das müsste die Animation auch gleich zeigen. Ich schau mal. Hier wird wieder geklatscht. Ja, denken Sie daran, das Klatschen ist immer nur für die Animation, nicht für die ja, genau. Realität. Die Realität werden wir erst gleich sehen. Also, wir sind also jetzt 2,6 Kilometer von der Landestelle entfernt, sagt die Dame. Und wie schnell ist der Perseverance jetzt gerade noch? Da muss ich mal auf meine Unterlagen schauen. Wir haben jetzt ungefähr eine Geschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde und eine Höhe von ungefähr 3 Kilometer Höhe. Hier steht 0,3 Mach, das sind diese 300 Kilometer pro Stunde. Also wir sind jetzt auf einer moderaten Geschwindigkeit. So, und jetzt sehen wir, wie dieser Sky Crane, das ist das Ding, was Sie jetzt sehen, so ganz langsam runterkommt. Jetzt sind wir in einer sehr kritischen Phase. Das Ding muss funktionieren. Und Sie werden gleich sehen, in wenigen Sekunden wird er dann den Rover unten freigeben. Das heißt, er fällt dann runter an Seilen, an Nylonseilen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Sie sehen diese Düsen. Das Hin- und Herschwenken bedeutet, dass die Landefähre, dieser Sky Crane, versucht, einen optimalen Landeplatz zu finden. Er hat Sensoren, um genau zu sein, eine Kamera, gleicht das intern mit einer internen Karte ab, denn er muss ein Gebiet finden, wo es relativ eben ist. Er kann nicht überall landen. Wenn er irgendwo auf dem Kraterrand oder so landet, da würde das Ding umkippen. Also hovert er, sagt man, über der Oberfläche, um den idealen Landeort zu finden. So, und hier sehen Sie, wie das Ding runterkommt. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. So, der Rover. Wir sehen die Wissenschaftler, die Arme hier hochreißen und jubeln und klatschen. So, der Rover ist unten abgesetzt. Touchdown. Perseverance ist auf dem Mars gelandet. So, wir haben Touchdown. So, das, jetzt ist er auf der Animation unten. Ja, Sie klatschen alle. Ob Sie recht haben, dass alles gut gelaufen ist, das wissen wir noch nicht ganz. Jetzt schauen wir mal. Wie emotional ist das denn auch für Sie? Wir warten auf die Telemetrie des Landers. Also wir warten auf dieses erste Bild, die ersten Daten vom Lander. Wie emotional ist das denn jetzt auch für Sie als Astronaut, hier solche Bilder, solche Animationen zu sehen? Ah, das ist, was soll ich Ihnen sagen? Das ist schon, es geht um $2 Milliarden. Das soll man nicht in den Marssand setzen, um es mal so auszudrücken. Ja? Also da puppert schon das Herz bei allen Wissenschaftlern, auch bei mir. Nicht nur bei Ihnen. Ja, jetzt stehen sie alle. Ja, jetzt. So, jetzt wird gewartet. Jetzt warten wir auf die ersten Bilder vom Lander. Die NASA hat gesagt, sie wollen innerhalb weniger Minuten dieses Thumbnail-Picture, also ein ganz kleines Bild, senden. Und zwar von einem Wheel, also einem Rad des Landers, als Nachweis, dass alles gut gegangen ist. Und darauf warten wir jetzt mal. Und wann werden wir dann auch den Mars hören können? Wie lange wird sowas dauern? Au! Tatsächlich ist ja bereits beim Wiedereintritt ein Mikrofon aktiv gewesen. Die Übertragung dieser Töne, das soll allerdings dann noch ein paar Stunden dauern. Ich meine, mich zu erinnern, dass es einen Tag dauert, bis diese Töne übertragen wurden. Also da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, also nicht gewöhnen, wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Töne kommen. Wir werden dann auch den Knall hören, wenn der Fallschirm ausgelassen wird und so weiter. Und die ersten Töne von der Mars-Oberfläche, das wird auch noch ein bisschen dauern, denn zuerst muss der Rover ausgecheckt werden. Das heißt, es muss geschaut werden, ob wirklich alles in Ordnung ist, ob alle Geräte einwandfrei funktionieren. Und dann erst wird auch das Mikrofon auf dem Rover angestellt. Also das wird vielleicht noch ein paar Tage dauern. Wir sprechen gleich weiter, Herr Professor, denn wir haben noch eine weitere Matz für Sie vorbereitet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn erstmals in der Geschichte der Raumfahrt planen also die Wissenschaftler der NASA, Marsgestein mit Folgemission zurück zur Erde zu bringen. 2026 soll ein ESA-Rover zum roten Planeten starten. Seine Aufgabe, er übernimmt die Proben von dem Perseverance-Rover. Anschließend bringt er das Gestein dann zu einer Rakete auf dem Mars. Das
abgeschickt, darunter 4 Rover. Alle haben dort nur eine kalte, leblose Wüstenwelt vorgefunden. Die Atmosphäre ist sehr dünn und sie besteht zu 95% aus CO2. Also ich verstehe das jetzt nicht. Wir warten jetzt noch auf die Bilder. Das heißt, eigentlich ist er gelandet. Prasselt auf die Oberfläche ein. Man muss sich den Mars wie eine polare Wüste vorstellen, sage ich immer. Es ist wahnsinnig kalt, wahnsinnig trocken. Es gibt keine Luft zu atmen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei minus 60 Grad Celsius. Tiefste Temperaturen minus 133 Grad Celsius. Aber so war es nicht immer. Vor 3,7 Milliarden Jahren, als das Leben auf der Erde entstanden ist, war es auf dem Mars wesentlich wärmer. Damals gab es dort Ozeane, Seen und auch eine Atmosphäre. Wir haben viele Untersuchungen im Labor gemacht, die zeigen, dass tatsächlich Mikroorganismen auf dem Mars hätten entstehen können und auch überleben können. Wir werden es herausfinden mit den Missionen, die wir jetzt dahin schicken. Denn diese Mikroorganismen müssten ihre Spuren auf dem Mars hinterlassen haben. Versteinerte Überreste, die bis heute überdauert haben könnten. Und diese Spuren kann der Perseverance Rover finden. Das würde schon mal bedeuten, dass wir nicht mehr einzigartig sind. Dass das nicht nur auf der Erde passiert ist, sondern dass das überall passieren kann, wo die Bedingungen wirklich diese Prozesse zulassen. Jetzt ist natürlich die zweite Frage, wie schaut dieses Leben aus? Schaut es das vergleichbar mit dem, was wir auf der Erde als frühes Leben, das heißt also die ersten Blaualgen, Einzeller und so weiter, oder ist es komplett anders? Es wäre eine Sensation, wenn Perseverance tatsächlich Bilder solcher Versteinerungen wie hier in Australien vom Mars zur Erde funken würde. Leider ist das unwahrscheinlich, denn vermutlich sind sie durch die enorme Strahlung längst zu Staub zerfallen. Trotzdem könnte der Rover Spuren von Leben nachweisen. Mit einem Röntgenspektrometer kann er kleinste chemische Veränderungen im Marsgestein messen und nach sogenannten Biosignaturen suchen. Das sind bestimmte chemische Verbindungen, die nur durch biologische Prozesse entstanden sein können. Es wäre der erste direkte Hinweis auf Leben außerhalb unserer Erde. Der US-Rover Perseverance ist auf dem Mars gelandet. Das Fahrzeug habe nach einem fast siebenmonatigen Flug planmäßig auf dem roten Planeten aufgesetzt. Das teilte die Weltraumbehörde NASA soeben mit. Es soll dort eben Gesteinsproben sammeln, die Aufschluss darüber geben könnten, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat. Nach wie vor zugeschaltet ist für uns auch Herr Professor Walter. Wann können wir denn mit diesen Ergebnissen dann rechnen? Entschuldigen Sie, wir haben gerade das Bild von der Marsoberfläche empfangen. Die Wissenschaftler jubeln. Ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen. Sie das Bild auf der linken Seite. Das ist der Beweis, dass alles gut gegangen ist. Das ist ein Weitwinkelbild. Wir sehen ein bisschen Gestein. Ja, alles hat funktioniert. Das Ding ist gut gelandet. Da kann man nur sagen, NASA habt ihr gut gemacht. Da müssen auch wir mal klatschen. Super. So, da sehen wir die Wissenschaftler. Hervorragend. Ja, also, es hat alles super geklappt. Ich kann nur sagen, das ist eben NASA. Und wie geht es jetzt genau weiter? Was passiert als nächstes? So, jetzt werden als nächstes alle Systeme des Rovers gecheckt. Schauen Sie, das Ding ist ja im kleinen Fall von 2 Meter Höhe auf die Erde, auf die Marsoberfläche aufgeknallt, möchte ich hier sagen, aber aufgeschlagen. Es könnte sein, dass da ein bisschen was passiert ist. Ich nehme an, nicht. Aber jetzt wird geschaut, funktioniert die Stromversorgung? Funktionieren der Transmitter, also die Übertragungsgeräte. Wir haben das Bild gesehen, das heißt, die sogenannte Low-Gain-Antenne hat funktioniert. Übrigens auch die Relais-Satelliten. Die NASA überträgt diese Bilder über Relais-Satelliten, die um den Mars fliegen, der sogenannte MRO und MAVEN. Die übertragen das Bild von der Oberfläche hin zur Erde. Auch das funktioniert alles wunderbar. Und dieser Checkout dauert nicht nur mehrere Tage, sondern insgesamt 30 Tage. Also bis dahin wird erstmal gar nichts passieren. Der Rover bleibt an der Stelle stehen und wird ausgecheckt. Erst dann kommt der Helikopter raus und der braucht dann auch noch mal ein paar Tage zum Auschecken und dann wird der Helikopter hochsteigen und dann wird sich auch erst der Rover bewegen. Also wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Geduld müssen wir in jedem Fall mitbringen. Und sagen Sie, bei so einer Mission, wie viele Wissenschaftler sind daran eigentlich beteiligt? Sehr viele. Einige tausend.
Die sieht man natürlich nicht. Wir sehen hier im Bild nur die Wissenschaftler am sogenannten JPL, das ist das Jet Laboratory in Kalifornien. Das sind die engsten Mitarbeiter, aber es sind wirklich Tausende von Wissenschaftlern, die die Sensoren bereitgestellt haben, die Experimente, und zwar weltweit. Die haben der NASA zugearbeitet. Insgesamt sind 10,9 Millionen Menschen involviert gewesen, so sagt die NASA. Tatsächlich gibt es einen kleinen Rechnerchip, auf dem all diese 10,9 Millionen Namen eingebrannt sind. Und dieser Chip ist auf dem Rover drauf, sozusagen als Symbol, dass die ganze Menschheit insgesamt, insbesondere diese 10,9 Millionen Menschen, daran teilgenommen haben. Und jetzt müssen wir noch mal kurz über MOXIE sprechen. Da sind wir ja eben unterbrochen worden. Ist MOXIE denn eigentlich davon schon auf der... Davon sind Sie begeistert, ne? Von MOXIE, das höre ich schon. Ja, ich finde ganz, ganz toll. Ist MOXIE denn eigentlich schon auf der Erde gelaufen, quasi unter Marsbedingungen? Ja, es ist gelaufen, aber wissen Sie, das Problem ist ja, die Atmosphäre auf dem Mars ist doch eine ganz andere als hier auf der Erde. Wir haben ja auf der Erde einen Bar Druck und wir haben 21% Sauerstoff und der große Rest ist Stickstoff. Die Marsatmosphäre ist komplett anders. Wir haben nur den Druck ein Hundertstel von einem Bar und wir haben praktisch nur CO2. Sowas zu testen ist ziemlich schwierig. Ja, man hat es probiert, aber ob wirklich alles richtig funktioniert, und dazu kommt ja auch noch die kosmische Strahlung, die von außen auf die Marsoberfläche einfällt, ob das alles so funktioniert, wie wir es auf der Erde getestet haben, das ist die große Frage. Und deswegen müssen wir eben zum Mars hinfliegen und das Ganze testen. Also, ich werde Ihnen persönlich berichten, wie MOXIE gelaufen ist. Können wir uns darauf einigen? Das machen wir, das ist ein Deal. Und wie sieht denn jetzt eigentlich das Flugprogramm auf dem Mars aus? Das Flugprogramm vom Helikopter. Genau. Der Helikopter ist ein besonderes Ding, weil er eben nur eine Hundertstel Atmosphärendichte hat. Das heißt, der Rotor dreht wahnsinnig schnell, 2400 Umdrehungen pro Minute. Das sind so gegenläufige Rotoren. Er hat einen Durchmesser von ungefähr einem Meter, ist ungefähr also so breit, und eine Höhe ungefähr von einem halben Meter. Der kann nur anderthalb Minuten fliegen, mehr Power hat er nicht. Und er bewegt sich nicht weiter als, soweit ich weiß, 20 Meter oder 50 Meter vom Rover entfernt und muss dann sofort wieder zurückfliegen. Der große Vorteil ist jetzt natürlich, früher war es so, man hat gesagt, fahr bitte 200 Meter weiter, und da musste sich der Rover ganz, ganz langsam fortbewegen und schauen, wo kann ich denn herfahren. Diesmal läuft das anders. Der Helikopter fliegt vor, schaut, was ist der beste Weg, sagt dann die Rover, du musst daher fahren, da geht's am leichtesten. Und deswegen wird der Weg, den der Rover zurücklegen kann, viel schneller sein als alle bisherigen Rover. Ja, und nicht nur NASA-Rover-Kollegen wird Perseverance ja jetzt treffen. In der Umlaufbahn sind schon Sonden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus China. Konkurrenzkampf auf oder vielleicht jetzt auch schon um den Mars? Eigentlich nicht. Die Araber haben gesagt, wir wollen erst gar nicht landen. Wir fliegen nur um den Mars. Unser Ziel, wir sind das erste Mal beim Mars, sagen die Araber. Unser Ziel ist es einfach nur heil anzukommen und immer schön um den Mars rumzufliegen. Wir werden die Atmosphäre erkunden. Also nicht absteigen. Die Chinesen sagen, wir sind schon dreimal auf dem Mond gelandet mit einem Rover. Jetzt wollen wir das auch auf dem Mars. Aber Mars ist eine ganz andere Hausnummer als Mond. Aus den genannten Gründen. Die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Und deswegen sagen sie, wir sind zwar jetzt da, aber wir werden erstmal 100 Mal oder so den Mars umrunden und so ganz langsam an ihn herantasten, um alles zu erkunden. Und wenn wir dann nach 2 Monaten wissen, wo die beste Landestelle ist, dann werden wir erst absteigen. Das heißt, die Chinesen werden erst im Mai ungefähr landen. Das heißt, wir werden das, was wir heute erlebt haben, mit den Chinesen nochmal im Mai erleben. Und jetzt sind wir hier gleich nochmal eingeblendet. Das Foto, Touchdown Perseverance, ist auf dem Mars gelandet. Und gibt es denn jetzt noch kritische Momente oder dürfte das jetzt alles relativ reibungslos ablaufen? Also um es mal in Prozenten auszudrücken, die Mission ist zu... Oder die Landung ist zu 90% gelaufen. Die großen Schwierigkeiten sind hinter uns. Der Checkout, ich denke, der wird gut funktionieren. Ich glaube nicht, dass da was Schwieriges
passiert ist, wird nicht viel kaputt gegangen sein, glaube ich. Das Absetzen des Rovers auf der Oberfläche ist mit Abstand der schwierigste Punkt gewesen. Das ist gelungen. Und jetzt ist einfach nur eine Frage des Wartens. Des Wartens, des Checkouts und dass in 30 Tagen der Rover sich beginnt zu bewegen. Ja, so viel Geduld müssen wir mitbringen. Und dann in 2 Monaten sind dann die Chinesen dran. Die werden zum ersten Mal landen. Und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich bin der Meinung, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Das Warum? Ist meine Meinung, weil die Herausforderung einfach zu groß ist. Ja, weil es ist so kompliziert. Sie glauben ja nicht, an was man da alles denken muss. Das ist eine ganz andere Nummer als auf dem Mond. Die Herausforderungen sind riesig und ich würde es den Chinesen nicht verdenken, wenn sie es nicht schaffen. Schauen Sie, die ersten Missionen, die ersten Landungen der NASA auf dem Mars waren auch alle daneben gegangen. Die Erfolgsrate der Amerikaner ist nur 40% gewesen und die haben sie nur in den letzten Landungen hinbekommen. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass bei der ersten Landung alles richtig funktioniert. Und das ist eben das Lehrgeld, was dann wahrscheinlich die Chinesen zahlen müssen. Aber wenn sie wirklich gut sind, dann schaffen sie es vielleicht doch. Und Perseverance, also diese Mission jetzt, was meinen Sie, was bedeutet das jetzt auch für die Amerikaner? Also in der Vergangenheit ist ja auch schon einiges schiefgelaufen. Ja, also zunächst erstmal sind alle Amerikaner froh, dass diese 2 Milliarden Dollar nicht in Sand gesetzt wurden, sondern dass das Ding super gelandet ist. Es ist eine Frage der nationalen Ehre, so müssen Sie es sehen. Schauen Sie, wer schafft sowas, auf dem Mars zu landen? Schaffen es die Russen? Nein, die haben bereits schon, ich glaube, 2 Versuche hingelegt. Sie haben es nicht geschafft, übrigens zusammen mit den Chinesen. Die Amerikaner haben es jetzt schon zum 5. Mal geschafft. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Also da muss man sagen, Hut ab vor den Amerikanern. Die können das. Und sie müssen das andersrum sehen. Die Amerikaner benutzen solche Missionen als Demonstration ihrer technologischen Stärke. Das machen die Amerikaner ganz bewusst. Sehen Sie sich doch mal die Show an, die sie heute abgezogen haben. Die Medien haben sie alle eingeschaltet. Sie haben super Bilder geliefert. Sowas schaffen auch nur die Amerikaner. Also da muss ich sagen, das können nur die Amerikaner. Und wir waren mitten dabei. Das waren wir in jedem Fall. Also wie die erste Aufnahme haben wir ja jetzt quasi schon gesehen. Wann können wir denn jetzt noch mit weiteren Aufnahmen rechnen? Ja, die ersten Bilder werden in den nächsten Tagen gemacht. Tatsächlich sagt die NASA schon in den ersten Stunden. Nur diese Bilder sind nicht wie jetzt so ganz kleine Auflösungen, sondern das sind schon höhere Auflösungen. Das heißt, die Datenrate ist größer und deswegen dauert es viel länger für die Übertragung. Das heißt, ich nehme an, wir werden morgen früh vielleicht schon die ersten besseren Bilder sehen. Wir müssen uns ein bisschen gedulden. Und dann in den nächsten Tagen vielleicht sogar Videos. Zum Beispiel das Video des Wiedereintritts werden wir dann wahrscheinlich sehen können. Und Videos haben natürlich noch eine größere Bandbreite und Datenrate. Also das wird peu à peu kommen. Aber ich denke, morgen früh dürfen wir die ersten wirklich guten Bilder haben. Und auf was freuen Sie sich ganz besonders? Farbbilder heißt das auch. Worauf freue ich mich? Einfach der Rover hat so eine Pan-Kamera, also wo man wirklich so einen Rundumblick hat, sodass man wirklich einmal schauen kann, wo sind wir hier denn eigentlich? Und darauf freue ich mich am meisten. Das wird ein Farbbild sein. Also das wird ein schöner Blick sein. Ich sollte übrigens Folgendes sagen. Worauf die NASA großen Wert gelegt hat, ist Planetary Security, nennen die das. Die sagen, wenn wir Leben auf dem Mars suchen, dann dürfen wir nicht folgenden Fehler machen. Wir dürfen keine Bakterien und Mikroben von der Erde einschleppen. Denn es könnte ja sein, dass die Bakterien, die wir dort finden, von der Erde eingeschleppt wurden. Deswegen wurde dieser Rover sowas von desinfiziert, um es mal so auszudrücken, dass da wirklich nichts auf dem Mars ankommt. Denn das wäre wirklich das Allerschlimmste, was uns passieren könnte. Und darauf haben die Amerikaner einen extrem großen Wert gelegt. Und das haben auch übrigens die Chinesen gemacht. Dieses Planetary Protection ist ein ganz wichtiges Programm, um ja nicht den Mars zu infizieren mit irdischem Leben. Und jetzt haben Sie ja auch eben schon gesagt, dass Ihre Studenten quasi auch mitgefiebert haben hinter Ihnen. Das heute, was werden Sie denn da auch lehren können? Was werden wir machen können? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Lehren. Also was werden Sie auch lehren an der TU München, auch über lehren. Jetzt hier Perseverance? Ja, ich lehre Re-Entry. Also wie tritt man in Atmosphären ein und wie landet man?
insbesondere der Shuttle. Es gibt da unterschiedlichste Verfahren. Und natürlich ist jetzt eine Marslandung eine ganz besondere Art des Re-Entries. Das kann man tatsächlich mit relativ einfachen Formeln so ein bisschen durchrechnen. Das mache ich mit meinen Studenten in meinen Vorlesungen. Und ich denke, das wäre eine schöne Übung an meine Mitarbeiter, das ist als Übungsaufgabe unserer Studenten zu stellen. Sie sehen das Lächeln in den Mündern meiner Mitarbeiter. Die müssen nämlich jetzt diese Übungsaufgabe ausarbeiten, damit die Studenten das dann selbstständig lösen können. Weil Astronauten werden ja übrigens auch gesucht. Herr Professor Ulrich Walter, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre vielen Informationen und Einschätzungen. Noch genau. Ein Hallo an alle. An alle Zuschauer, es war uns ein Spaß, hier aus München von der TU München die Landung live kommentiert zu haben. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Die Chefin vom Dienst wünscht sich gerade noch die Frage, wie man genau denn Astronaut oder Astronautin werden kann. Ja, also die NASA hat ja jetzt eine neue Ausschreibung gemacht. Die wird übrigens eröffnet am 31.03. dieses Jahres. Also alle, die sich bewerben wollen, schauen jetzt auf die ESA-Seite. Astronaut Selection ist das Stichwort. Und die wird für ungefähr einen Monat offen bleiben. Ich werde oft